Hello. Bill Gates, Pionier der Computerbranche. Mit 25 macht er seine erste Million mit Computersoftware. Sein Konzern Microsoft ist Weltmarktführer. Auf dem Weg nach oben sticht er unzählige Konkurrenten aus. Seine Produkte stecken in Abermillionen Computern. Die Superreichen. Ihre Macht und ihr Reichtum scheinen keine Grenzen zu kennen. Ihr Luxus ist legendär. Ihr Leben rasant. Ihre Innovationen verändern die Welt. Sie ziehen viel Neid auf sich, bezahlen Kriege oder fördern Frieden. Das ist die Macht der Superreichen. Wie schafft es der Mann mit der Streberbrille zum Superreichen? William Henry Gates, den alle nur Bill nennen, wird 1955 in Seattle geboren. Bill ist hochbegabt und eigensinnig. Er zieht sich stundenlang mit Büchern in den Keller zurück. Die Eltern melden ihn an der Lakeside School an, eine Privatschule, technisch auf dem neuesten Stand. An der Lakeside School findet Bill einen Gleichgesinnten. Der 2 Jahre ältere Paul Allen ist genauso computerverrückt wie er. Gemeinsam hacken sie sich in das Computersystem der Schule und werden erwischt. Statt einer Strafe bekommen die Jungs den Auftrag, ein Programm für die Raumbelegung zu entwickeln. Für Bill und Paul ist es der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Sie ziehen um nach Albuquerque, New Mexico, und machen sich selbstständig. Am 4. April 1975 gründen sie ihre eigene Firma. Sie nennen sie Microsoft. Damit wollen sie auf die Überholspur. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch im kalifornischen Los Altos tüfteln 2 junge Männer an der Zukunft des Computers. Steve Jobs und sein Kumpel Steve Wozniak löten in einer Garage einen Rechner zusammen. Den Apple One. Auch sie haben eine Vision. Ein kompakter Computer mit Tastatur und Bildschirm. Doch bisher ist der Apple One nicht viel mehr als eine Platine. Der Erfolg ist bescheiden. Nur 200 Stück werden an Bastler verkauft. Die Karrieren von Bill Gates und Steve Jobs sind undenkbar ohne ihre Geschäftspartner. Auf der einen Seite Steve Jobs, der smarte Visionär, und Steve Wozniak, der Tüftler. Auf der anderen der geschäftstüchtige Bill Gates und der schüchterne Paul Allen. Beide verbindet Freundschaft und die Begeisterung für Computer. Ansonsten sind sie grundverschieden. Bei der Arbeit zwischen dem aufbrausenden Bill und dem schüchternen Paul fliegen auch mal die Fetzen. Sie haben ihre Rollen klar verteilt. Bill Gates im Rampenlicht, Paul Allen im Hintergrund. Steve Jobs präsentiert 1977 den Apple II, den Steve Wozniak entworfen hat. Der Rechner mit dem Apfellogo ist für damalige Verhältnisse benutzerfreundlich. Heimcomputer sind jetzt im Trend. Der Siegeszug des PCs hat begonnen. Jobs ist der neue Stern am Computerhimmel und Gates nur noch die Nummer 2. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Immer neue Firmen drängen auf den Markt. Der Branchenriese IBM will lange nicht glauben, dass die Newcomer ernsthafte Konkurrenz sind. Der schwerfällige IBM-Konzern verschläft die Entwicklung. Er setzt statt auf PCs auf sperrige Großrechner. Anfangs hat IBM die PCs als Witz abgetan. Und im Vergleich zu einem Großrechner waren sie ja auch ein Witz. Sie haben nicht sofort erkannt, dass die PCs sich weiterentwickeln werden. Als ihnen das endlich klar wurde, begannen sie damit, selbst einen IBM-PC zu entwerfen. Dafür braucht IBM ein Betriebssystem. Doch jetzt ein eigenes System zu entwickeln, dauert einfach zu lange. Gates fasst einen verwegenen Plan. Er will ein Betriebssystem einfach von einem anderen Entwickler abkaufen, statt es selbst zu schreiben. Gates fliegt nach Seattle. Denn dort ist jemand, der hat, was er braucht. Bill Gates kaufte für $50,000 ein Programm namens QDOS von einer kleinen Firma in Seattle. Er sicherte sich auch das Recht, es zu verändern und weiterzuverkaufen. Er fügte hier und da ein paar Kleinigkeiten hinzu und tatsächlich gewann er damit den Vertrag bei IBM. Gates pokert hoch und gewinnt.
Er handelt aus, das Betriebssystem auch an andere Firmen verkaufen zu dürfen. Ein lukrativer Schachzug. Willkommen in der Zukunft. Apples Zukunft. Microsoft schreibt auch Software für Apple. Aber dann präsentiert Steve Jobs eine neue, von Apple entwickelte Benutzeroberfläche. Aus Partnern werden Rivalen. Die Beziehung zwischen Gates und Jobs ist kompliziert. Manchmal waren sie Freunde, manchmal waren sie Feinde. Sie haben bei vielen Dingen zusammengearbeitet. Mitte der 80er Jahre, als der Mac auf den Markt kam, lieferte Microsoft die Software für Apple. Die Hälfte des Umsatzes bestand aus Produkten für Apple. Sie waren ein extrem wichtiger Kunde für Microsoft. Steve Jobs droht jetzt, mit revolutionärer Software an Microsoft vorbeizuziehen. Gates und Allen arbeiten auch schon an einer neuen grafischen Benutzeroberfläche, ähnlich der von Apple. Aber sie sind zu langsam und verlieren das Rennen. Dann erkrankt auch noch Freund und Weggefährte Paul Allen an Krebs und zieht sich aus dem Unternehmen zurück. Erst 1985, ein Jahr nach Apple, bringt Microsoft Windows auf den Markt. Die Antwort auf Apples Benutzeroberfläche. Computer kann man jetzt viel leichter bedienen. Jobs wirft Gates vor, seine Idee gestohlen zu haben. Als Windows herauskam, verklagte Apple Microsoft, weil sie angeblich die grafische Benutzeroberfläche kopiert hatten. Doch Bill Gates übersteht auch diesen Vorwurf. Als Steve Jobs 1985 seinen Konzern wegen interner Streitigkeiten verlässt, gerät Apple ins Trudeln. Windows wird die unangefochtene Nummer 1. Das Betriebssystem von Bill Gates verkauft sich millionenfach. Bald dominiert es den Softwaremarkt. Schon in den 1990ern läuft es auf 90% der Computer weltweit. Bill Gates hat mit seinem Konzern die Computerwelt erobert. Der Technik-Nerd kennt nur noch seine Arbeit und den Erfolg. Das ändert sich erst, als die junge Programmiererin Melinda Ann French bei Microsoft anfängt. Der Chef braucht Monate, bis er sich endlich traut, sie zu fragen, ob sie mit ihm ausgeht. Bill kann sich ein Leben als Ehemann nicht so recht vorstellen, denn er ist ja schon mit Microsoft verheiratet. Angeblich listet er in einer Excel-Tabelle die Pros und Kontras einer Heirat auf. Doch dann geben sie sich doch das Ja-Wort und heiraten 1994 auf Hawaii. Hauptwohnsitz des Ehepaares wird die über 6000 Quadratmeter große Villa Xanadu 2.0 am Lake Washington. Geschätzter Wert? 130 Millionen US-Dollar. Microsoft dominiert die Softwareindustrie. Und Bill Gates ist mit 40 Jahren der reichste Mensch des Planeten. 1995 beträgt sein Vermögen schon rund 13 Milliarden US-Dollar. Zu dieser Zeit war die Computerindustrie wie der Wilde Westen, gesetzlos. Die Justiz kam nicht hinterher, weil Anwälte und Richter die Technologie nicht verstanden. Aber Microsoft kickte alle Mitbewerber raus. Einfach raus. So entstand Microsofts Dominanz auf dem Computermarkt. Erst als Microsoft 3 Jahre später mit Windows 98 nachlegt, regt sich Widerstand. Bill Gates gerät ins Visier der US-Kartellbehörde. Zu groß ist seine Vorherrschaft. Die öffentliche Stimmung kippt. Das bis dahin gefeierte Software-Genie wird plötzlich zum Symbol des rücksichtslosen Kapitalisten. Im Oktober 1998 wird das Verfahren gegen Bill Gates und Microsoft eröffnet. Der Vorwurf? Unlauterer Wettbewerb und Bildung eines Monopols. Raubtiertaktik, wie es heißt. Gates ist sich keiner Schuld bewusst und weist jede Kritik von sich. Guten Morgen. Ich bin hier, um meine Geschichte zu erzählen und Fragen zu Microsoft und der PC-Industrie zu beantworten. Ich hoffe, dass meine Aussage dem Gericht hilft, die Probleme in diesem Fall zu lösen. Das wäre das Beste für die Verbraucher und die Industrie. Deshalb bin ich hier. Danke. Doch bei der Anhörung läuft es nicht gut für Microsoft.
Wer von Ihnen nutzt einen PC ohne Microsofts Betriebssystem? Meine Herren, das ist ein Monopol. Das sind 100%. Gates argumentiert dagegen. Doch Justizministerin Janet Reno kann er nicht überzeugen. Heute hat sich gezeigt, dass wir keine wettbewerbsverzerrende Nötigung durch marktbeherrschende Unternehmen dulden werden. In dem Verfahren geht es um nichts Geringeres als die Zerschlagung von Microsoft. Bill Gates' Lebenswerk steht auf dem Spiel. Er geht in Berufung, um seinen Konzern zu retten. Microsoft muss die Regierung respektieren. Es ist nicht lustig, von der Regierung verklagt zu werden. Das sage ich Ihnen. Das Schicksal seines Konzerns will er nicht nur Anwälten überlassen. Bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 nutzt Gates seinen Einfluss. Der Republikaner George W. Bush wird Präsident. Beiden großen Parteien hatte Gates Spenden zukommen lassen. Das zahlt sich nun aus. George W. Bush war jetzt am Drücker. Und die republikanische Philosophie einer weitaus geringeren Durchsetzung des Kartellrechts wurde nun im Justizministerium umgesetzt. Sie haben die ganze Sache einfach fallen gelassen. Schon zu Beginn ihrer Beziehung sehen Bill und Melinda auf einer Afrika-Reise große Not. Sie gründen die Bill und Melinda Gates Foundation, eine Stiftung, die die Armut bekämpfen will. Auch als Wohltäter wird Bill Gates einflussreich. 2 Millionen Follower auf Twitter. Reichtum als Verpflichtung, Gutes zu tun. Die Gates-Stiftung hat ein Budget von 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr und hat angekündigt, es bis 2026 auf 9 Milliarden zu erhöhen. Das überflügelt den Etat der Weltgesundheitsorganisation bei weitem. 194 Staaten sind in der WHO organisiert, doch die Mitgliedsbeiträge reichen nicht aus. Spender wie Bill Gates übernehmen einen Großteil der Finanzierung und haben damit Einfluss auf sie. Die Stiftung investierte ihr Kapital auch in umstrittene Konzernriesen wie Monsanto und Cargill. Je mehr Umsatz die Konzerne erzielen, umso mehr wächst das Kapital der Stiftung. Wieder ein Monopol? Diesmal in Sachen Gesundheit? Die Macht für den einer Person, die selbst entscheidet, was dann im Kontext der Gesundheit geschieht, das ist das Problem. Und manche Leute sagen, Bill Gates kontrolliert die Weltgesundheit. Die Mächtigen zeigen sich gern mit Bill Gates. Auch im Weltgesundheitswesen will er Visionär sein. Bereits im März 2015, bei einem TED-Talk, warnt er vor einer Pandemie. Als ich ein Kind war, war die Katastrophe, vor der wir uns am meisten fürchteten, ein Atomkrieg. Heute sieht das größte Risiko einer globalen Katastrophe nicht mehr so aus, sondern so. Wenn irgendetwas in den nächsten Jahrzehnten über 10 Millionen Menschen tötet, ist es höchstwahrscheinlich eher ein hochinfektiöses Virus als ein Krieg. Die Seuche kommt mit Corona dann tatsächlich und stürzt die ganze Welt in die Krise. Fieberhaft wird nach Impfstoffen geforscht. Verschwörungsgläubige stellen Bill Gates plötzlich als Hauptschuldigen dar. Bill Gates' Hoffnung, dass er mit seiner Foundation wirklich die Gesellschaft positiv entwickelt und beeinflusst, wird ihm nicht gedankt. Weil die meisten gehen davon aus, wer so viel Geld investiert, der muss doch ganz andere Ziele haben. Die Verschwörungsstories werden immer absurder. Manche glauben, Corona und die Impfung seien nur ein weiteres Geschäftsmodell, um Gates noch reicher zu machen. Andere glauben, Bill Gates wolle per Spritze allen Menschen Chips einpflanzen und nach der Weltherrschaft greifen. Die Vorstellung, dass die Reichen in Hinterzimmern sitzen und die ganze Welt regieren, das ist etwas, was nicht neu ist und was auch nicht erst mit Bill Gates aufkommt. Bill Gates hat sich zum Ziel gemacht, unseren Planeten zu vernetzen und digital zu machen. Das ist ihm gelungen. Ob er die Welt mit seinen Milliarden auch wenigstens ein bisschen besser gemacht hat, wird erst die Geschichte zeigen.